Okay. Was habe ich vorhin erzählt? Der Schwamm würde Sachen kaputt machen? Mit der Hochdruckreiniger, ne? Oh, den kann ich. Den probiere ich jetzt gleich mal aus. Nee, das ist der falsche Knopf. Das ist der Hochdruckreiniger. Nein. Das ist der. So. So. Wechsel hier die Düse. Ich mag Hochdruckreiniger, ne? Wenn du das zu lange machst, dann tut das deine Arme weh. Nee, ich drücke keinen Kodex. Ich finde das selber raus. Oh nein, er ist leer. Oder ist er leer? Ja, er sieht leer aus. Was habe ich denn noch? Macht Flecken. Nenn ihn leichter zu reinigen. Well, well. Medieval Smith. I still smell blood here. So, okay. Du sagst mir halt, dass da noch Blut ist. Oder machst du es weg? Ich bin mir nicht sicher. Sehr entspannte Musik dafür, dass wir hier einen Tatort reinigen. Ne? Death to the foul germs. My work here is done. Was für ein Work ist dann? Du hast überhaupt nichts gemacht. Das soll sich jetzt leichter reinigen lassen. So, einmal bitte. Habt ihr nicht gesehen? Hoch. I should use a sponge. Ja, gut. Jetzt dein Schwamm gleich. Was ist das? Das ist hoffentlich nur Plastik. Oh. Hallo. Ups. Einmal nicht aufgepasst. Das ist jetzt das dreckig, oder? Oder haben die zwei Punkte darunter noch? Probieren wir gleich aus. Okay. Dann komm mal mit. Da geht's auch noch weiter, ne? Ist für eine Demo doch recht groß. So, erstmal machen wir aber hier mal Dings sauber.
Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Das wollte ich gar nicht drücken. E-Interagiere haben wir doch gemacht. Nochmal angezeigt. Weil der Schwamm ja genauso weich ist wie diese Gummimob, ne? Aber nachdem, was das für eine Farbe ist, ist das jetzt auch nicht gut. Oh, jetzt hat er wieder einen dreckigen Schwamm. Eins. Was? Ach so. Eins, neun und der Tab um den Ozonator. I'm starting smell extermination. Ach, weil es dir nach Leiche riecht. No one. Ich schon mal packen hier von hier. Nein, okay. Das sieht nicht so gut aus. Attack by surprise. Probably had no idea. I still smell blood. Done. One step closer to domination of the world. Multiple gunshot wounds. Go. The attacker clearly went off the deep end. Come on, he meat blamed her for her husband's misbehavior. Oh, guck mal, wie stark ich bin. Ich kann mit der Frau im Arm springen und ein bisschen sprinten. Und hopp. No need to thank me. Alles voller Blut, aber die Leiche selber nicht. Okay. Was erzählst du, das ist gruselig, weißt du das? Ohio. Oh, was? Greetings. Hallo. Aha. Good to see you. Hey there. Initializing process of purification. Room cleanliness is improving. Okay, vielen Dank. Eine Ecke rausgebissen oder was ist das? Cleaning is my passion. Job's done. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, was du machst. Tried to make that call, but ran out of time. I'm ready for more work. I'm ready for more work. come on, meet. There's nothing to do here. Yeah, so good. Thank you.
Ach nee, ne? Ich muss jetzt die Stühle wieder da aufstellen. Ob ich nicht die Gläser nicht runtergeschubst habe? erstmal machen wir die Müll. Das wäre so viel schöner, wenn das alles so einfach in echt wäre. Was bist du denn? Knife my wife. Maybe you could have saved your family. Yeah, probably not. Ist hier auch Lorem Ipsum? Ne, hier nicht. Okay. So, today and unleash your inner instincts. Oh, ist er, das habe ich ja gar nicht gesehen. Aha, mache ich das mit dem Schwamm, fallen die Gläser also nicht um. Gut. Echt jetzt? Jetzt muss ich. Okay. Bin ich? Ich muss. Oh no! Das ging doch vorhin noch nicht. Okay, ich habe mir das schon irgendwie gedacht. Wieso? Achso, es ist immer noch nicht. Interior Design is my passion. Ja, ja, sehe ich schon. Das bist nicht du, ne? Ihr müsst hier. Hallo? Oh. Da ist ja auch noch was dran. Oder kommt hier was rein? Hier. Okay, da sind noch Barstühle, die da, eine Lampe. Die Lampe, okay, die habe ich hier hingestellt. Ist das nicht schön egal? Das Vieh habe ich gesehen. Dachte ich ja, es wäre eine Katze. Ist es Gott sei Dank nicht, das ist ein schöner Stier. So. Stehlampe kommt darüber, meine. Das muss ich beim Pool, aber nicht, ne? Ich frage mich, warum die Musik nicht wechselt. Weil es geht nur so, weil es sich immer wieder wiederholt. Ich möchte Chopins Walzer Nummer 2 und 3. Also ab und zu, ne, mag ich solche Musik sehr gerne. Zum Kochen zum Beispiel. Aber da tatsächlich eher Neoklassik als die alten Stücke. Wieso ist er. Was? Mikrowellenmagie, ja, aber das hat man doch da nicht in der Mikrowelle. Habe ich denn jetzt hier alles fertig? Hier war doch irgendwo war doch noch Müll, oder? Hier fehlen noch überall Stühle. Und hier ist Müll.
Was sind denn die Stühle? Ist der Lampe gut? Wieso hat die... Oh. Looks like I'm on a key hunt. These doors won't open themselves. Lagen doch lang draußen Stühle? Nein, die Tür war ja zu. Oh, das ist ja cool. Es ist zu einem großen Sack geworden. Aber wo sind die? Guck mal, muss ich den auch wegschmeißen? Ist noch ganz, ne? Wenn schon, dann auch richtig ordentlich. Da fehlen drei Stühle. Kriege ich da jetzt drei Stühle her? Der Keller. Neuer Ort. Das ist aber viel für eine Demo. Jesus, that one was tortured. Hi. Du wurdest gefoltert. Oh. This was not a drill. Also Wortwitze kann man schlecht von Englisch auf Deutsch übersetzen. Oh gut. Handy for breaking bones. This one wasn't enough. Hm. Wow, ist ja gut hier. Warte mal. Erst machen wir hier noch. Ja, natürlich, du gehst nicht mehr. Geh doch so, Polsterreinigung. A lot of stab wounds. Wenn ich dich hier wieder ablege, ne? Easy to see it was deeply personal. So that must be. Oh no, ich hab's befürchtet. Dann laufe ich jetzt mit ihm, weil ich dachte, ich könnte ihn einfach mal zu den Müllsäcken legen. Dass man dann ganz am Schluss das halt macht. Aber nein, er möchte jetzt zum Auto getragen werden. Jetzt. Und ich bereue gerade, dass ich dieses Osterei gegessen habe, weil ich hätte jetzt gerne noch 5. Aber ich habe nur die leere Tüte hier liegen. Ruf. Bye, Mark. Muss ich jetzt mein Auto noch sauber machen? Du hast mein Auto dreckig gemacht. So, ist wieder gut jetzt hier? Ja? Na, nein, 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 oh Gott. Ist jetzt irgendwas? Das ist doch nicht euer Ernst. Das Schwimmbecken ist wieder gesäubert. Das stimmt aber nicht so ganz, ne? Aber gut. Hä? Das ist doch leer. Keine Aufgaben an diesem Ort. Surveillance room? Wieso ist das jetzt auf? Nicht doof? Warte mal. Erstmal machen wir eine Sache zu Ende. Eine Schuben geworfen? Nein. Gehen wir nochmal im Keller hier.
Hier ist doch nämlich, da ist nämlich noch. Keller, wäsche das ganze Blut ab. Habe ich anscheinend noch nicht gemacht. Das, was so steckt. Oh, okay. Nee. Okay. Dann räumen wir uns mal den Weg frei. Wie ich einfach das Tutorial ignoriere, ne? Aber was soll denn da jetzt bitte noch kommen? Ach so, willst du mir das Kriechen erklären bestimmt, ne? Steuerung, okay. Oh. Wow. Looks can be that deceiving. Immer nur $2. Was ist denn das für eine Währung? Was schlagen? Yes, totally worth it. Hast du die ganze Jacke voll mit diesen Dingern? Das ist jedes Mal nur $2 wert. Okay, hier ist ja auch Blut. Leuchtet das? Okay, ich kann damit ausleuchten. What is this? Wische das ganze Blut ab. Irgendwie habe ich das wohl noch nicht getan. War da gerade was? Das ist dein Ernst? Kann ich diesen Stuhl bewegen? Ich sehe nichts. Ach, aber warte mal, ich habe doch. Entschuldigung. Ob man das dann offensichtlich sieht? Muss ich die vielleicht einfach auch mitnehmen hier? Nein. Ich hoffe, ich habe da nichts drunter geschmiert, als ich ihn habe fallen lassen. Ist das? Warte. Hier war irgendwo noch ein kleiner Mikropups oder was? Okay, entsorge die Körpermüllsäcke entsorgen. Oben sind noch Müllsäcke. Da war ich jetzt drin. Oben ist doch das Schlafzimmer. Ich habe immer noch nicht die Stühle von hier gefunden. Bist du der Stuhl? Nee, du bist nicht so ein Stuhl. Ja, nee, Mike. This message didn't age well. Knows about us. Stay safe, my dearest. I hope to be with you soon. Er weiß über uns Bescheid. Bleib gesund und munter, mein Schatzi. Ich hoffe, dass wir bald zusammen sein können. Reinigungsmittel. Stell die Möbel wieder an ihren Platz. Ja, Überwachungsaufnahmen löschen. Ach so. Thank you.
Sie versuchen, auf einen geschützten Ordner zuzugreifen. Authentifizierung erforderlich. Manuelles Hacken, Brute Force Hacking. Wenn ich wüsste, was das ist. Was? Oh, oh, okay. Ups, verguckt. Oh, okay, ich kann hacken. Alles weg. Alles weg. Sehr schön. Stell die Möbel wieder an ihren Platz. Da ist Geld im Drucker. Klar, da habe ich auch mein Geld. Eigentlich ein gutes Einbrecherversteck, oder? Außer du hast einen teuren Drucker und die nehmen den auch mit. Dann wär's dumm. Nee, okay, ich widerrufe es. Das machen wir nicht. Jetzt brauche ich Reinigungsmittel auf 7. Okay, wir gucken doch einmal in den Codex. Aber nur, weil ich wissen will, was mit dem Reinigungsmittel ist. Reinigungsmittel sind Zusätze, die Sie verwenden können, indem Sie in einen gefüllten Eimer, indem Sie das in das Wasser reinpacken. Sie können verschiedene Effekte haben, wie zum Beispiel die Zeit verlängern, bevor der Mob schmutzig wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Wasser ausschütten oder ersetzen. Ja, das kann ich ja ganz gut. Wird der Effekt des Reinigungsmittels verschwinden. Um einen Effekt zu aktivieren, spülen Sie den Mob in einem Eimer mit zugesetztem Reinigungsmittel aus. Aber warum zeigst du mir das jetzt an? Na, und ein bisschen Geld? Was? Ich habe auch Kerzenständer am Bett, ja. Ja. Das sieht doch nach Schmuckkästchen aus. Ich habe auch Nagellack am Bett. So much for healthy living. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Oh, so viel Text, da muss ich wieder gehen. Es ist auch doch für morgens gerade. Eine gesunde Ernährung beibehalten. Moment, was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten? Ich sollte mindestens 7 Kilogramm abnehmen. Ja, das fühle ich, um mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Mhm. Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren. Mindestens 4-mal pro Woche. Oh ja, als ob man das ja sollte. Vor weniger als einem Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer. Verdammt nochmal. Ja gut, der müsste das hinkriegen. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit Miss Teen oder Fokus auf die Therapie. Es ist Zeit, endlich zu heilen. Antidepressiva alleine reichen nicht aus, das weiß ich jetzt. Bedenken, dass Familienzeit wirklich wichtig ist. Ich habe 2 großartige Stiefkinder und einen erstaunlichen Ehemann. Sie geben mir jeden Tag viel Kraft. Das hat die geschrieben, die jetzt tot ist, ne? Denke ich mal. Herzchen. Obwohl, Zeugling, okay. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh. Schuhe? Nein. Oh, guck mal. Oh, guck mal, Geld. Aber warum wird... Achso, das ist davon. Genau, und hier hinter hat es gesehen, ne? Ja. Ah, where are the Möbel? Bin ich denn blind? Habe ich die übersehen? Oh, guck mal, da. Oh, guck mal, Geld.
schlagen? Wieso kann ich nicht schlagen? Ich brauche immer noch einen Stuhl, ne? Zwei Stühle. No way through without finding that key first. Ich brauche auch einen Schlüssel. Da habe ich jetzt gar nicht nach Ausschau gehalten. Oh, guck mal, ein Stuhl. Oh, ich glaube, da liegt noch jemand. Ach nee. Ja, kann ich das nicht aufmachen? War es jetzt nur für den tollen Stuhl? Kann ich dich öffnen? Okay. Ein Stuhl noch. Und ein Schlüssel. Jawohl. Wenn, dann würde ich den Schlüssel irgendwo ja hier verstecken. Das sieht nicht nach einer guten Unterverteilung aus, aber naja. Was weiß ich schon. Warum soll ich denn hier irgendwas ausleuchten? Mitnehmen? Ich kann nicht mitnehmen. Okay. Dann mache ich jetzt alles wieder zunichte, was ich aufgeräumt habe. Naja. Ich brauche einen Schlüssel. Oh, guck mal, it might be worth something. War ich hier schon? Wodka. Mach aber Schlüssel. Wenn ich ein Schlüssel wäre in einem Spiel, wo wäre ich dann? Ja, okay. Together is our favorite place to be. Okay. Das ist ja ein schöner Spruch. Ich wäre wahrscheinlich irgendwo hier an so einem Schlüssel weg. Ich habe doch hier, wo sind denn meine Lampen? Stört mich, dass diese Lampe da so blau ist. Warum bist du blau? Ich brauche einen Schlüssel. Kann ich einen Tipp haben? Lock tight. Looks like I'll need to find a key. Tja.
Hä? Die habe ich reingemacht, aber ich kann nicht mehr reingucken. Kann ich dich nicht... Nein, das wollte ich gar nicht. Ich kann dich nicht einpacken, okay. Stell die Möbel wieder in den Platz. Ich habe aber noch nicht alle Möbel. Find the key. Hier ist kein Key. Medizinschlüssel. Noxam. Also da im Keller ist er nicht. Die komme ich auch nicht dran. Ach so, das ist, den haben wir schon weggebracht, ne? Tech-Modul, Modul, Mogul. Hä? Woher kommt denn dieser... Echt, jetzt bin ich die ganze Zeit an diesem Stuhl vorbeigelatscht. Und hä? Bin ich echt so wenig aufnahmefähig gerade? Bin einfach zu früh aufgestanden. Ich glaube, es war 16:45. Von der Couch. Natürlich. Stelle die Möbel an ihren Platz. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Lieber ein Schwamm? Der Schwamm kann alles, ne? Your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Oh, das kann ich ja schlecht lesen. Kerl, bist du da? Ja, was ist los? Mabel? I'm freaking... ich flipp gerade aus. Warum? Ich denke, dass Dad eine Affäre hat. Ich habe zufällig gehört, wie er mit einer Frau am Telefon redet, die nicht Mom war. Da bin ich ganz sicher. Ja, dreh mal nicht durch. Es war wahrscheinlich gar nichts. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du recht. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ja, sicher. Ach so. Was ist denn hier los? Die muss ich jetzt kaputt schlagen. Ach so. Ja? Das macht total Sinn. Und das hier? Ist das der Müll? Das versuche ich mal. Ja, klar, eine große Tür passt hier rein.
habe ich noch meinen. Der sieht nicht mehr so gut aus, oder? Der ist nicht mehr so gut. Der sieht besser aus. I should use a sponge. Nein. Okay, vielleicht doch. Bist du jetzt auch weg, oder? Geht einfach so schön schnell, ne? Okay, du bist auch hinüber. Wo ist der Wasserhahn? Ja, das ist ja praktisch. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Sprung hier. Schwung. Hm? Ich habe vorhin nicht mitgekriegt, dass er gepfiffen hat, weil das mag ich eigentlich nicht so. Meins. Don't have a key? A hatchet will do. Ja, eine Axt kann auch ein Schlüssel sein. Oh, da ist noch Blut. Oh. I need to be careful so she doesn't fall. Echt jetzt? Und womit macht er eigentlich hier sauber? Nur mit Wasser? Dabei kann das Lied weiterspringen, damit man das tolle, wunderbare Lied nicht zu oft hören muss. Ja, ja, bleib mal ganz ruhig hier. Can't really call it a soft landing. Jetzt darf ich hier auch noch wieder aufräumen. Nee. Alter, ey. Ah.
Nee, komm, kommst jetzt erstmal mit mir mit hier. Hard to imagine losing a child like that. Ja, das stimmt. Der hat ja selber eine Tochter. Und trägt jetzt hier den leblosen Körper von einem anderen, dessen Tochter, durch die Gegend. Tschüss. Du hast auch voll geblutet hier. Ist mir egal. Axt aus Rüsten. Tab und 9. Tab oder 9. Ist ja noch Blut. Ah. Hey, das wollte ich gar nicht. Da ist aber noch Blut. So, jetzt nicht mehr. Kann ich den auch mit dem anderen zusammenführen? Wo war er denn? Da. Nee, größer wirst du nicht. Habe ich mein, habe ich alle beide Wasser mitgenommen? Hier bei ihr war ich so, du bist dreckig. Nee, falscher Knopf, wie immer. Ah, falscher Knopf. So, komm mit. Okay, hier ist aber kein Blut mehr. Weiß er, wie es gestanden hat? Ist auch nur geraten, ne? There. No one will even notice. Tja. Stuhl. Da ist ja auch noch was. Warum leuchtet... weil der Strang nicht richtig geschoben ist, na? Wo kommst du hin? Da. Da ist noch, eigentlich ein Stuhl. Der Stuhl. Hier, bin schon wieder daran vorbeigelatscht. Ja. Bleib ruhig.
bleib ruhig und liebe, lache, liebe. Ja, ich glaube, hier ist jetzt wieder alles cool. So langsam muss ich mal aus dem Schneidersitz raus. Das ist ja. Okay. Ups. Okay. Nein, ist gut. Ist ja gut. Hat er nichts umgeworfen. Schwämmchen. Joyful nihilism. Is that what makes this whole ride worthwhile? Oh nee, das wusste ich auch mal. Hey, Edgelord, entspann dich mal. Ein vollständiger Leitfaden zum fröhlichen Nihilisten werden. Ich wusste, was es ist, aber ich komme nicht mehr drauf. Ja, könnt ihr ja pausieren und lesen, wenn ihr es lesen wollt. Ich versuche jetzt mal gerade nicht mehr zu lesen. Ich werde nämlich schon wieder müde, aber ich muss halt noch arbeiten. Schon wieder einer. Ja, wie groß ist denn das hier? Nein, falsch. Wobei, das sieht nach einem Fall aus für einen Hochdruckreiniger, oder? Ach, der ist ja nicht geladen. Ja, jetzt, das sieht doch besser aus. Was soll das denn heißen? Was passiert, wenn man sein Umfeld nicht mitkriegt? Ich bezweifle, dass man mit einem Hochdruckreiniger Blut von einem Greenscreen wieder abbekommt. Das ist eine Kassette. Aber jetzt stehe ich auch mal hier das Eimerchen hin. Up and down, up and down. Up and down, up and down. Benutze. Achso. Up and down, Mr. President. Dip. Das ist aber Klischee-Gamer-Zimmer. Wobei, ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Okay, er hat wenigstens nichts in der Mikrowelle. Hat er so viele Milchpakete hier liegen? Ich habe das Gefühl, ich verstehe das nicht. Also Energy, Pizza und so, okay. Ah, Milch?
Okay. Warte, kann ich die auch? Nein? Oh, das Geld. Muss ich jetzt für den aufräumen? Also abgesehen von dem, was da wirklich aufzuräumen ist. Was hast denn du da? Was ist das? Okay. Ich hinterfrage nicht. Oh, noch mehr Schubladen. Playing games for too long can literally kill you. Ja. Hätte er keine Kopfhörer aufgehabt, hätte er vielleicht gehört, was passiert ist. UV-Lampe, echt. Ich bringe erstmal ihn hier weg. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now that's what I call immersion. Könnte ich hier runterspringen, bitte? Hier ist noch ein Handabdruck. So, hier kann das ja eigentlich gar nicht mehr sein, oder? Wo sind denn die anderen Säcke hier? Was war mit meinen Eimern? Dem geht's gut. Dem, oh, nicht. Na, geht das gut, den einfach so mitzutragen? Sag mal hier. Ja, natürlich liegt ja auch ein Klopapierrolle. So. Like no one was ever here. Ja, ja. Natürlich. Wo kommst du hin? Da. Ein Becken und eine... Ah, ich wusste es mal. Ich will nichts Falsches sagen. Ich habe da was im Kopf, aber ich sag's mal nicht. Ist das Tee?
So, hier war ich schon mal. Na, bleib stehen. Weißt du was? Ich nehme dich. Na. Nehme dich einfach mit. Ist hier auch was? Was ist dahin? Grüne Fläche. Da hinten ist Licht. Oh, guck mal, hier ist Geld. So, wo könntest du hingehören, Klappstuhl? Hier. Na? Los, komm. Na? Das hatte ich schon. Ach, das Müll, ne? Machen Sie Fotos im Schwimmbecken? Wenn Sie keine Sorgen, stell die Möbel wieder an ihren Platz, erster Stock. Okay, das ist noch nicht alles passiert. Hier fehlt noch, das ist ein Becken, oder? Was ist denn das? Oh, okay. Ort gesäubert. Müllsäcke entsorgen und machen Sie Fotos. Kann ich nicht runterspringen, okay. Nicht, dass mir das im echten Leben auch passieren könnte. Das ist also ein bisschen nah dran, ne? Ich brauche hier mal ein bisschen motivierendere Musik. Kann ich. Warte mal. Ich möchte bitte das und das. Es gibt noch eine Kassette. Eine Kassette gibt es noch hier. Eine Kassette fehlt uns, aber wo? Ich habe bis jetzt noch nicht geschummelt. Ne? Nur mal so fürs Protokoll. Er interagiere. Was soll ich denn fotografieren? Ich mache ein Foto, ich kann mich aber nicht bewegen. Was soll ich denn fotografieren? Okay. Das ist ein Zitat, und wenn Sie bereit sind, machen Sie Fotos im Kellermüllsäcke und so. Okay. Oh Gott. Mm-hmm.
Wenn sie bereit sind. Ich bin ja wohl noch nicht bereit. Ich muss noch Fotos im Keller machen. Oben war auch noch ein Handabdruck, ne? Den mache ich noch weg. Ja, habe ich ihn weggemacht? Hier war doch ein Handabdruck. Strange, okay. Ach, der hat da so einen Rahmen drum gemacht. Machen Sie Fotos in erster Stock. Nicht, dass ich da eben war. Tatsache. Oh, scheiße. Ich wollte nur wissen, ob das auch... Okay. Also nichts wieder kaputt machen. Sag mal, was ist mit dieser Musik? Warum spielt er denn jetzt? Was spielt er denn da jetzt gerade? Ich möchte noch mal die Musik hören. Oh, guck mal, habe ich vergessen, die Daten mitzunehmen. Ich spreche das wahrscheinlich gar nicht richtig aus. Ist mir aber auch egal. Oh. Hier fehlt noch eine Kassette. Ich wüsste gerne, wo sie liegt. Keine Aufgaben in diesem Ort. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Keine Aufgaben an diesem Ort. Dann sind wir wohl bereit, oder? Was hat denn der gerade für eine Bewegung gemacht? Hältst du hier? Ich hätte gerne die letzte Kassette noch gehabt, aber na gut. Damit sollte ich auch nicht losfahren. Das, wahrscheinlich macht das nichts, aber wenn, dann fahre ich auch vernünftig los. So. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Keine Aufgaben. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten? Sie werden nicht weiter reinigen können. Ja. Das war länger als 1:47. Liste anzeigen. Rubel habe ich gefunden. Okay. Okay. Endeinkommen. Boah, 19.000
weiß nicht, ob ich für 19.000 den ganzen, also ich hätte das nicht in weniger als 2 Stunden geschafft. Ich wäre nur am Pool 2 Stunden dran gewesen. Ja, danke fürs Spielen. Crime Scene Cleaner Prolog. Liebe Spielerinnen, lieber Spieler, danke, dass du Crime Scene Cleaner ausprobiert hast. Wir hoffen, dass dir diese Erfahrung Spaß gemacht hat und du Freude am Reinigen des Tatorts hattest. Leider war das schon alles, was es zu sehen gab, aber wenn du möchtest, kannst du jederzeit das Prolog, das Prolog wiederholen, bis du zufrieden bist. Und denk dran, das vollständige Spiel bietet noch mehr Funktionen und mörderische Geschichten zum Erkunden. Vergiss nicht, Crime Scene Cleaner auf deine Wunschliste zu setzen. Bitte behalte im Hinterkopf, dass uns deine Wunschlisten sehr helfen. Ja, weil dann, wenn mehrere Leute das machen, dann steht es bei Steam höher. Also, wenn euch das gefallen hat, Wishlist. Teile uns deine Erfahrungen mit, teile deine Gedanken über Crime Scene Cleaner mit uns über Steam oder Discord. Wir würden gerne von dir hören. Nochmals vielen Dank an alle und wir hoffen, dass du dich für die Vollversion entscheiden wirst. Habe ich schon auf der Wunschliste. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und es war mal ein anderer Simulator. Ich hoffe, das war in Ordnung. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.